So verkaufst du garantiert im Internet. Hallo, mein Name ist David Seffer und ja, ich habe versprochen, die Fortsetzung ja, von meinem ersten Video. Das erste Video haben wirklich sehr, sehr viele sich angeschaut. Ja, ich befinde mich jetzt hier in meinem Stadthaus und ja, wir gehen jetzt einfach mal wieder zum Auto. Das ist ein bisschen ruhiger und ich denke, diese Lektion heute ist für dich sehr, sehr wertvoll. Also schau dir auf jeden Fall dieses Video jetzt an, beziehungsweise wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast, dann schau dir das erstmal an und dann schau dir eben dieses Video danach an. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Auto und denke, wir werden jetzt etwas ruhiger das Video machen können, ja, weil draußen ist doch manchmal ein bisschen laut hier. Ja, also, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr wertvolle Lektion, die ich jetzt hier für dich habe. Und bevor wir starten, muss ich natürlich erstmal hier die Klimaanlage anmachen, weil wir haben jetzt hier gefühlte, ja, 33 Grad, ja, sind es jetzt gerade draußen, also ist doch sehr, sehr heiß im Moment. Okay, also, nochmal. In diesem Video erfährst du, wie du garantiert ja, etwas im Internet verkaufst. Und es spielt keine Rolle, ob es deine eigenen Produkte sind oder Produkte, die du als Affiliate bewirbst. Wie geht es jetzt weiter? Also prinzipiell, ja, die Kunst im Internet verkaufen ist, dass du das richtige Angebot der richtigen Zielgruppe präsentieren musst. Hier scheitern die meisten. Ja? Die meisten haben die falschen Angebote und präsentieren sie auch noch der falschen Zielgruppe. Das heißt, bevor du jetzt anfängst, ein Produkt zu erstellen, bevor du jetzt anfängst, viel Zeit im Aufbau einer Website zu verbringen, überlege dir erstmal, wer sind deine Kunden? Ja? Also erstell ein kurzes Kundenprofil. Dann analysiere die Mitbewerber in deiner Nische für dein Thema, was machen die? Ja, und zu guter Letzt überlege dir, was könnte das Produkt bzw. das Angebot enthalten, ja, damit es entweder sehr, sehr wertvoll ist für die Zielgruppe, für deinen Markt oder ja, oder was ist es, was letztendlich dem Markt, deiner Zielgruppe hilft bei einem Problem? Ja, es gibt diese zwei Bereiche. Entweder sucht jemand nach Lösung für ein Problem oder er will einfach ein bestimmtes Ziel erreichen, also braucht Informationen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dann ist es auch sehr wichtig, dass du dir überlegst, welche Vorteile gibt es, die der Kunde hat? Und bei den Vorteilen gibt es drei Ebenen von Vorteilen. Die meisten, die im Internet etwas verkaufen, sprechen immer nur die erste Ebene an. Das sind die funktionalen Vorteile. Also die, ja, wie der Name schon sagt, die Funktionen, ja, die funktionalen Vorteile, die man hat. Ja, du hast eben das und kannst eben sozusagen eben das machen. Aber es gibt eben noch die zwei anderen Ebenen. Das ist einmal sind die dimensionalen Vorteile und es sind die emotionalen Vorteile. Ja, also es sind diese drei Ebenen: funktionale, dimensionale und die emotionalen Vorteile. Also achte darauf, dass dein Angebot, ja, entweder wenn du es selbst definierst, eben diese drei Ebenen hat oder dass du schaust, dass wenn du Produkte von anderen bewirbst, dass du das klar auch herauskommt auf der also im Angebot, was der bekommt, was sind die Fakten, warum, ja, sind diese Fakten wichtig und hilfreich und welche Vorteile hat man, wenn man das Produkt kauft. Und die dimensionalen Vorteile, ja, das ist nichts anderes als dass du die funktionalen Vorteile lebendig machst, also bildlich, dass sich jemand das vorstellen kann, okay? Und die emotionalen Vorteile, damit ist einfach nur gemeint, dass du Dinge findest, die diejenigen halt emotional, ja, also den Kunden emotional, ja, erreicht, ja, also Gefühle wecken. Ja, das können Hot Buttons sein, also Gefühle, die irgendwie Schmerz herbeiführen. Das können aber positive Gefühle sein. Das hängt jetzt ganz stark davon ab, was letztendlich das Angebot für den Kunden bringt. Ja, aber meistens ist es so, dass die
die Gefühle, die ein bisschen Schmerz hervorrufen, eher noch zu den Kunden zum Kaufen animieren als die positiven Gefühle. Aber du solltest beide haben. Okay? Das heißt, das enthält ein gutes Angebot. Und wenn du das definiert hast, also erst den Kunden definiert hast, was ist die Situation, wo will er hin, was sind seine Probleme, dann die Mitbewerber analysiert hast, das heißt, was haben die in ihrem Angebot? Denn du musst dich differenzieren. Du darfst nicht das Gleiche sagen, was deine Mitbewerber sagen. Weil dann sagen die Kunden, das kenne ich schon. Es ist wichtig, dass dein Angebot nirgendwo anders gibt. Das betrifft übrigens auch, wenn du Affiliate-Produkte bewirbst. Schaue, dass du Affiliate-Produkte hast, die eine Einzigartigkeit haben, ein Unique Selling Point, USP haben. Ja? Warum, fragst du dich? Ganz einfach, weil wir verkaufen das Angebot auf unseren Webseiten. Wir verkaufen ein Angebot. Ja? Das heißt, das Angebot muss zuerst da sein und dann kommt das Produkt, weil das Produkt enthält einfach nur diese Versprechen, die das Angebot enthält. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt kein eigenes Angebot und ich suche jetzt Angebote, die ich bewerbe als Affiliate, wie gesagt, schau, dass diese Angebote eben einzigartig sind, dass sie diese Vorteile enthalten und was sehr, sehr wichtig ist, bevor du Produkte anderer bewirbst, versuche herauszufinden, ob sich dieses Produkt bereits am Markt verkauft. Ich weiß, es ist manchmal schwierig. Es gibt zwar diese Verkaufsranks bei Digistore, Clickbank etc., aber die kann man auch faken. Ja? Also das Einfachste ist, du kennst andere, die das bereits empfehlen, das Produkt, und du weißt, dass die Ergebnisse mit diesem Affiliate-Produkt haben. Oder du kontaktierst den Betreiber des Produkts, den Vendor, und der gibt dir wirklich ehrliche Ergebnisse. Ja? Oder was, wenn du beides nicht hast, kannst du auch Folgendes machen: Du testest dieses Produkt einfach mal. Ja? Du erstellst einfach mal vielleicht für 10 Euro eine Anzeige und leitest einfach Traffic direkt drauf oder nutzt vielleicht einen Teil deiner E-Mail-Liste, also nur einen Teil davon, vielleicht 10-15%, leitest die auf das Affiliate-Angebot, oder du kaufst einen Newsletter und leitest es auf Affiliate-Angebot. Einfach um zu testen, ob sich das überhaupt verkauft. Aber bitte schau dir das Angebot vorher an und prüfe das Angebot nach den Kriterien, die ich dir gerade genannt habe. Ja, okay, das soweit dazu. Und ja, ich freue mich natürlich auch dann in Kürze wieder das nächste Video zu machen. Mal sehen, wo ich das mache. Eventuell mache ich das dann aus meiner Urlaubswohnung. Ja, denn ich fahre nächste Woche, geht's quasi in mein Urlaubsdomizil. Ich habe noch eine Eigentumswohnung am Wasser mir gekauft. Dann werde ich vielleicht da mal das Video machen. Okay, aber ich fahre jetzt erstmal kurz in die Stadt. Was essen, bisschen was einkaufen, und ich hoffe, das Video war wieder für dich hilfreich. Und wenn es hilfreich war, klicke irgendwie auf Gefällt mir, auf Like, teile es. Viel wichtiger ist, dass du verstehst, dass das Angebot vor dem eigentlichen Produkt kommt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, das kam jetzt auch bei dem Video gut raus. Vielen, vielen Dank, maximalen Erfolg und bis bald wieder. Ciao, dein David Ziffer.